Es ist kalt geworden und deshalb ist es einfach Zeit für Kuschelkleider und Kuschelpullover. Und mein neues Schnittmuster Ella bringt dir genau das mit, was du brauchst. Einen tollen Rollkragenpullover und ein klein bisschen ausgefallene Ärmel. Viel Spaß beim Nähen! Ich bin ein bisschen erkältet und deshalb trage ich meine Ellas im Moment auch einfach hoch und runter, denn sie sind für richtig kuschelige Ware konzipiert, also Strick, Jacquard oder Sweat. Und der Rollkragen ist natürlich einfach nur mega kuschelig. Ich habe nicht nur die ausgefallene Variante des Ärmels mit dem Schnittmuster, sondern natürlich auch eine etwas entspanntere, glattere Variante. Und Ella kannst du in den Größen 34 bis 50 als Kleid, Tunika oder auch als Pullover nähen. Und ich habe natürlich wieder Taschen mit im Schnitt drin, denn die dürfen bei mir ja nie fehlen. Erstes zeige ich dir mal meine schlichte Variante mit glatten Ärmeln und Rollkragen. Ich habe sie aus einem Jacquard genäht und die Ärmel sind im Schnittmuster ein bisschen länger. Ich hatte nur leider nur 1,50 Meter von dem schönen Stoff und musste ein bisschen improvisieren. Als erstes legst du Vorder- und Rückteil rechts aufeinander und nähst die Schultern zusammen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Einnähen der Ärmel. Also nimm dir die Ärmel, hefte sie rechts auf rechts an den Ärmelausschnitt und nähe sie an. Bitte auf die Einsatzmarkierung achten. Und nun ist auch schon das Zusammennähen der Seiten dran. Und wenn du möchtest, kannst du da natürlich die Nahttaschen mit einnähen. Damit das Video hier ein bisschen kürzer wird, verlinke ich dir hier oben mal mein Video zu den Nahttaschen. Da habe ich erklärt, und zwar ganz ausführlich, wie ich das immer mache. Nun kommen wir schon zum Kuschelrollkragen. Der ist im Schnitt ein bisschen kleiner enthalten. Du kannst den nach Wunsch verlängern. Ich nehme eigentlich immer so eine Länge von 50 bis 60 cm und das kannst du wirklich gestalten, wie du möchtest. Der Rollkragen wird im Bruch zugeschnitten und nun rechts auf rechts aufeinander gelegt und dann die Seite zusammengenäht. Der Rollkragen wird jetzt an den Ausschnitt angenäht und ich habe jetzt hier mal so ein bisschen ja, eine schönere Variante gewählt. Und zwar so, dass die Naht des Rollkragens nicht am Hals dann schubbert. Ne? Also als erstes nimmst du dir den Rollkragen und ja, faltest ihn in der Mitte, sodass die rechte Seite außen ist. So, nun könntest du ihn natürlich ganz einfach so wie ein Bündchen an den Ausschnitt annähen. Und ich wollte es, wie gesagt, ein bisschen schöner machen. Genau, stecke mir das hier oben erstmal fest, damit eben nichts verrutscht. Und der Strick, der wälzt sich ja manchmal auch an der Schnittkante so ein bisschen. Wie gerade eben schon gesagt, in der ganz einfachen Variante würdest du den Rollkragen jetzt einfach nehmen, oben rüberstülpen und dann einmal außenrum festnähen. Dann hast du innen eben die Kante von der Overlock. Das ist eigentlich bei den weichen Stoffen hier kein Problem. Aber es gibt auch eine Variante, wie man es ein bisschen schöner machen kann. Und dazu stülpst du das Ganze auch darüber, nimmst dir aber nun von dem Rollkragen nur die Seite, die quasi rechts auf dem Ausschnitt liegt und steckst sie dir einmal fest. Also Achtung, nur eine Lage und die zweite Lage des Rollkragens, die lässt du erstmal in Ruhe. Und das steckst du jetzt alles zusammen und nähst dann den Rollkragen an den Ausschnitt an. So sieht das Ganze dann aus, wenn es auf links gedreht ist.
Und jetzt nimmst du dir den Rollkragen und faltest ihn wieder auf die Hälfte runter. Und du kannst oder du hast eigentlich ja bei Strickstoffen auch immer jetzt diese untere Kante noch einmal versäubert und legst jetzt diese Nahtzugabe 1 cm um und heftest die Nahtzugabe eben an die Naht von eben an. Und da kommt es jetzt wirklich immer ein ganz bisschen auf den Stoff an. Manchmal kannst du es einfach umlegen und in einem Rutsch festnähen. Manchmal ist es so, dass du die versäuberte Kante, so wie hier, jetzt erstmal nach innen umlegst und feststeckst. Dann ist sie nämlich fixiert und kannst sie dann ganz einfach im zweiten Schritt eben an die Naht anlegen und dort anheften und dann annähen. Aber das hängt immer wirklich so ein bisschen davon ab, wie flutschig der Stoff ist, wie er sich wellt und dreht. Genau. Trotzdem ist der Vorteil von dieser Variante, dass du eben eine schöne Abschlusskante innen hast, man die Naht nicht sieht und eben nachher ja auch nichts kratzt. Ne? Und je nach Stoff kann diese Kante oder die Naht, die du da zusammennähst, ja auch relativ dick werden. Also hier verschwindet es eben dann richtig schön im Rollkragenpullover. Weiter geht's mit der kuscheligen Variante mit gerafften Ärmeln und dem Bündchen unten dran. Du schneidest dir dafür natürlich die Trompetenärmel zu und dort siehst du Markierungen von 1 bis 4. Genau. Und das sind die Falten. Und die Falten legst du, indem du immer die zwei Markierungen übereinander packst und hast damit insgesamt am Ärmel unten 4 Falten. Ich markiere mir das Ganze immer mit Stecknadeln und kann dann eben ganz einfach die Stecknadeln übereinander legen. Das sieht dann am Ende aus wie hier. Ach, der Ärmel wird natürlich jetzt noch zusammengenäht. Und nun legst du die Stecknadeln übereinander, legst die Falte und fixierst sie. Welche Richtung, das ist egal. Wichtig ist eben nur, dass alle 4 Falten in eine Richtung liegen, damit es einfach schön aussieht. Nun ist auch schon das Bündchen dran und das wird ja im Bruch zugeschnitten und du kannst das Ganze nach dem Zuschnitt auseinanderfalten, sodass es dann längs vor dir liegt und faltest es jetzt so rechts auf rechts und zwar der Länge nach. So, das Bündchen wird jetzt einmal längs da zusammengenäht und dann in der Mitte gefaltet, so dass die rechten Seiten außen sind. Und nun geht es auch schon weiter mit dem Ärmel. Das heißt, er ist ja jetzt vorn kleiner und zusammengefaltet mit den 4 Falten. Und jetzt nimmst du dir das Bündchen und stülpst es über den Ärmel. Ich mache das immer am liebsten, indem ich das über den Arm ziehe. Das vereinfacht die Sache ein bisschen. Wichtig ist bei dem Bündchen hier, es soll wirklich eng anliegen. Das ist nicht für jeden Stoff gedacht und viele Strickstoffe leiern auch aus und dann sieht das Bündchen am Ende nicht schön aus. Also guck bitte, dass du es richtig zuschneidest oder nimm unten wirklich einen Bündchenstoff, der nicht ausleiert. Genau. Und wichtig ist natürlich, jetzt soll das unten vom Gerafften auch
an den Umfang des Bündchens passend. Ne? Also das ist auch immer so eine Geschichte. Nochmal kontrollieren, dass du auch alles richtig gefaltet hast. So, jetzt wird das Ganze auf rechts gedreht und ich nehme das Bündchen, stülp mir das über den Ärmel und ziehe das drüber. Ach, hier, genau. Das kann man natürlich am vorderen Schritt schon machen. Ich habe hier die Nadeln falsch reingesteckt gehabt eben. Ne? Also so lässt sich das Ganze natürlich deutlich besser annähen. Du kommst an die Nadeln ran und ich habe jetzt auch jede Falte mit 2 Stecknadeln fixiert. So, dass es eben nicht wackelt und am Ende gut übereinander liegt. Also jetzt Bündchen über den Ärmel stülpen. Bitte genau darauf achten, dass die Nähte übereinander liegen. Das sieht dann am Ende schöner aus. Natürlich alles gut fixieren und dann einmal zusammennähen. So sieht das Ganze dann aus und das Bündchen soll eben nachher auch wirklich eng am Handgelenk anlegen, damit sich diese Falten hier schön schoppen und das Ganze toll fällt. Deswegen achte da wirklich drauf, wenn das Handgelenk runterrutscht, dann sieht das aus, als wenn du nicht in das Kleidungsstück reingewachsen bist. Und das sieht dann nicht so klasse aus, ne? Also es muss richtig schön eng anliegen. Wenn dein Strickstoff das nicht mitmacht, dann nimm lieber Bündchenware. Und schon ist Ella fertig. Natürlich musst du sie noch versäubern, aber das kriegst du ja alleine. Und ja, also Ella ist wirklich kuschelig und wird richtig ein richtig toller Begleiter für die kalte Jahreszeit für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nähen und hoffe, dir hat das Video gefallen. Genau, lass mir bitte ein Abo da. Und einen Daumen hoch, wenn das Video gut war. Und ich verlinke dir hier auch nochmal meine Tipps und Tricks zum Vernähen mit Strick. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!